Kapitel 1 von Die silberne Axt. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die silberne Axt von Ernst Constantin. Kapitel 1 Franz. Es war einmal ein armer Waldarbeiter, welcher einen 16-jährigen Sohn hatte. Der junge Franz, dies war sein Name, war trotz seiner Jugend groß und stark, und da er einen lebendigen, frischen Geist besaß, so konnte es nicht fehlen, dass er bei jedem guten oder bösen Streich der Anführer seiner Kameraden war. Der alte Ortspfarrer liebte ihn vor allen seinen Schülern. Wenngleich Franz auch nicht besondere Lust zeigte, ein Professor zu werden und in seinen Freistunden lieber mit Pfeil und Bogen nach einer Scheibe schoss, so arbeitete er seine Aufgaben doch stets pünktlich aus, was bei seinen Mitschülern nicht immer der Fall war. Deshalb und seiner natürlichen Anlagen halber verwendete der Pfarrer auch besondere Sorgfalt auf seine Erziehung, und so geschah es, dass er unter seinen Jugendgenossen der Erste in wissenschaftlicher Bildung wie auch in körperlicher Kraft war. Sein Vater war arm, deshalb musste er schon von seinem 10. Jahr an in seiner freien Zeit ihm mit zur Hand gehen und gewöhnte seinen Körper dadurch frühzeitig an Ausdauer. Das Leben auf seinem kleinen Dorfe wollte ihm aber nicht mehr behagen, deshalb trat er eines Tages vor seinen Vater und sprach: »Lieber Vater, ich bin nun 16 Jahre alt und habe noch nichts weiter gesehen als unser Dorf und den herrschaftlichen Wald. Ich will reisen und sehen, ob mir das Glück hold ist, und komme ich dann wieder heim und habe mir etwas verdient, dann sollst du und Mutter es gut haben.« »Mein lieber Sohn«, sprach darauf der Vater, »ich ahnte schon lange, dass es so kommen würde. Fühlte ich ja in deinen Jahren denselben Trieb zum Wandern, doch durfte ich nicht. Geh mit Gott, mein liebes Kind, der liebe Gott segne dich. Ich kann dir nicht viel mitgeben, denn ich bin arm, doch dass du, wenn dir das Glück gewogen sein sollte, deine armen Eltern nicht vergisst, so nimm als Andenken diese kleine Axt mit. Es ist das Geschenk eines großen Herrn, welches einst mein Großvater erhielt.« Damit reichte er ihm eine zierlich gearbeitete silberne Axt mit kurzem Ebenholzgriff hin, welcher mit verschiedenen Schnitzereien geziert war und dessen Ende in einen Drachenkopf auslief. Nun gab es noch einen rührenden Abschied von der Mutter und dem alten Pfarrherrn, und mit sehr bewegtem Herzen trat Franz seine Reise in die weite Welt an. Als er den Berg, an dessen Fuß sein Heimatdörfchen lag, erstiegen hatte, blickte er noch einmal hinunter, wischte sich eine Träne vom Gesicht und zog dann gefasster die Straße entlang. Ein paar Groschen hatte ihm der alte Pfarrer mitgegeben, damit er nicht sogleich mit der Not zu kämpfen brauchte. Als es nun Abend geworden war, sah er sich um, wo er die Nacht über bleiben könne. Er beschloss, bis zum nächsten Dorfe zu marschieren, wo er wohl für ein billiges, ein frugales Abendbrot und ein Nachtlager finden würde. Ermüdet kam er denn auch nach einer halben Stunde in demselben an, suchte die Schenke auf und frug den Wirt, einen unfreundlichen Mann, ob er für diese Nacht Obdach bieten könnte. Derselbe sah ihn von oben bis unten an und sagte endlich, es täte ihm leid, es sei alles besetzt. »Nun aber etwas zu essen werdet ihr wohl haben«, sprach Franz und setzte sich an einen Tisch, in dem er Bier, Brot und Käse verlangte. Der Wirt brachte auch das Gewünschte, nachdem er sich erst überzeugt hatte, ob Franz auch Geld bei sich habe. Die schroffe Art, wie der Wirt unserem Franz das Nachtlager abschlug, hatte einer der Gäste bemerkt. Er ging zu Franz hin, setzte sich neben ihn und begann zu fragen, wo er herkomme, was er wäre, wo er hin wolle und was er zu tun gedächte. Franz, welcher noch ungehalten war über des Wirtes Härte, antwortete ihm grob, was ihm dies anginge, und er solle sich um seine Angelegenheiten kümmern. »Hoho, Bürschchen, nur nicht gleich giftig. Bist ja ein Mordskerl, könnte dich wohl brauchen«, lachte der Fremde.
Ich bin euch nichts schuldig, entgegnete Franz, und merkt es euch, ungehobelte Redensarten vertrage ich nicht. Nur ruhig Blut, lieber Freund, beschwichtigte der Fremde. Höre mich an, ich glaube, du bist auf der Wanderschaft und hast noch kein bestimmtes Ziel. Ich mache dir einen Vorschlag, sei mein Diener, natürlich nur solange es dir gefällt. Als Lohn bekommst du jeden Monat ein Goldstück. Bist du damit einverstanden, so schlage ein. Und dabei streckte er ihm seine kräftige, wohlgepflegte Rechte entgegen. Franz, welchem bei diesem günstigen Anerbieten der Kopf schwindelte, schlug nicht sogleich ein, sondern fragte kleinlaut, was er denn in seinem Dienst zu tun habe. Nichts weiter als mich zu begleiten, die Pferde zu besorgen, Geschirr und Kleider zu reinigen und hie und da einen außergewöhnlichen Auftrag, welcher freilich Mut erfordert, auszuführen. Mut hatte Franz allerdings wie ein Löwe, und da ihm das andere nicht gerade schwierig vorkam, so legte er seine schwielige Hand in die weiche seines zukünftigen Herrn. Nachdem der Fremde mit dem Wirt wegen Franzens Schlafstätte gesprochen hatte, setzte er sich wieder an den großen Tisch und lauschte dem Gespräch der übrigen Gäste. Franz, welcher sehr müde war, ging gleich, als er sein Abendbrot beendet hatte, zur Ruhe, und der nun sehr freundlich gewordene Wirt führte ihn in eine kleine, gemütliche Stube, in welcher ein schönes, weiches Bett stand. Nachdem er dem lieben Gott noch recht herzlich für das Glück, was ihm heute widerfahren war, gedankt hatte, schlief er ruhig und zufrieden ein. Am anderen Morgen, es war schon ziemlich spät, klopfte der Wirt an seine Tür und bedeutete ihm, dass sein Herr ihn verlangte. Schnell kleidete er sich an und stand bald vor seinen ihm freundlich grüßenden Gebieter. »Lieber Franz«, sprach er, »geh hinunter ins Gut und kaufe den zum Verkauf dort stehenden Rappen. Hier hast du Geld. Halte dich aber nicht lange auf, denn wir müssen gleich abreisen.« Franz tat, wie ihm befohlen war. Er gab das Geld hin, erhielt dafür den Rappen, auf dessen Rücken er sich schwang, und trabte ganz seelenvergnügt der Schenke zu. Sein Herr war, als er kam, schon reisefertig, und der Wirt führte dessen Pferd, gleichfalls einen Rappen, welcher sich wiehernd bäumte, aus dem Stall. Franz ging schnell in seine Stube, packte seine 7 Sachen zusammen, und bald sprengten beide die Straße hinab. Ende von Kapitel 1, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 2 von Die silberne Axt. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die silberne Axt von Ernst Konstantin. Kapitel 2. Die Bundesgenossen. Als sie ein geraumes Stück geritten waren, zügelte sein Herr das Pferd, und Franz, dem nichts lieber war als das, tat ein Gleiches. Ihm taten von dem kurzen Ritt schon alle Glieder weh, denn da er das Reiten nicht gewöhnt war, saß er krumm wie ein Flitzebogen auf dem Rücken seines Renners. Die Steigbügel hatte er schon bei allen Anfang verloren und hatte Mühe gehabt, nicht herunterzufallen. »Lieber Franz«, begann sein Herr, »ich will dir jetzt Aufschluss über mich und meine Lage erteilen, damit du auch im Falle es nötig wäre, allein für mich handeln könntest. Ich bin kein schlichter Kaufmann oder Reisender, wie du vielleicht denkst, sondern ein Fürst. Einst kam ich mit einem bösen Zauberer in Streit, und wegen seiner Unverschämtheit verwies ich ihm des Landes. Aus Rache blendete er meine Untertanen, so daß dieselben mich nicht mehr als ihren Herrscher anerkannten, sondern einen ganz anderen gewöhnlichen Menschen. Da ich mir dies natürlich nicht gefallen lassen wollte und mit aller Kraft gegen meinen Nebenbuhler protestierte, so wurde ich einfach über die Grenze gesetzt. Mein Zweck ist jetzt, mein Volk von dem unglücklichen Wahn zu befreien und meinen Thron wieder zu erlangen. Welchen Schwierigkeiten ich dabei begegnen werde, wirst du ermessen, wenn ich dir sage, dass dieser Thronräuber im Schutze des Zauberers steht. Du sollst mir beistehen, dass ich wieder zu meinem Recht gelange. Ich will dich nicht als meinen Diener, sondern als meinen Freund ansehen. Willst du mit Leib und Seele mein Freund sein und mir als solcher in den bevorstehenden Abenteuern zur Seite stehen? Versprich es mir bei deinem Seelenheil und rufe unseren Herrgott als Zeugen an. Unser Franz
welcher das Schwierige dieses Unternehmens wohl erkannte, zögerte doch keinen Augenblick, sondern streckte die rechte Hand gen Himmel und rief: »Ich will es!« Da fiel ihm der Fremde um den Hals und sagte: »Ich habe deinen ehrlichen, mutigen Sinn beim ersten Anblick richtig erkannt. Fortan will ich nicht mehr dein Herr sein, sondern dir dasselbe sein, was du mir jetzt bist. Nenne mich von nun an Felsen.« Das erste, was beide vornahmen, war, dass sie sich in der nächsten Stadt Ritteranzüge kauften und als Waffen jeder ein gutes Schwert und einen scharfen Dolch. Dann bekam Franz noch ein anderes Pferd, denn das seinige war nicht viel wert. In der Stadt aber wohnte ein Hellseher, zu diesem gingen sie. Ritter Felsen klagte ihm sein Leid und bat ihn, ihm doch die Wege zu zeigen, welche er einschlagen müsse, um zu seinem Rechte zu gelangen. Der Hellseher wollte aber mit der Sache nichts zu tun haben, da der böse Zauberer ein Freund von ihm war. Doch unter einer Bedingung wollte er ihnen behilflich sein, nämlich wenn sie ihm den goldenen Nagel brächten, welcher 100 Meilen nach Osten in einer Eiche steckte und von einem grimmigen Drachen bewacht würde. Mit schwerem Herzen, aber doch nicht hoffnungslos, rüsteten sie sich dann, und Ritter Franz, welcher von seinen alten Sachen nichts weiter mitnahm als seine silberne Axt, freute sich schon auf den Kampf mit dem Drachen. Nun war das Erste, dass sie sich die Mühe geben mussten, die Eiche zu finden, denn im Osten war ein großer, großer Wald, in welchem viele Eichen standen. Ritter Felsen, welcher die kleine silberne Axt bei Franz noch nicht gesehen hatte, bat denselben, ihm die Axt doch einmal zu zeigen. Franz tat dies auch gern und holte dieselbe aus seinem Mantelsack, in welchem er sie gesteckt hatte, hervor. Ritter Felsen besah sich die Axt genau und meinte, das kleine, zierliche Ding sei doch zu gar nichts nütze und habe doch so viel Mühe zum Anfertigen gekostet. Vielleicht, meinte er, steckt gar eine geheime Kraft in derselben, die bloß niemand kenne. Ritter Franz lachte und sagte, sein Vater hätte ihm nichts von einer solchen gesagt, auch sei er arm gewesen und arm geblieben, welches, wenn ein Talisman sich in seinem Besitz befunden hätte, er sicher nicht geblieben wäre. Nach langem, aufmerksamem Betrachten gewahrte Ritter Felsen auf der Zunge des Drachenkopfes einige orientalische Buchstaben. Er setzte sie zusammen und sprach die Worte »mir nach« aus. Nun gab es ein Kopfzerbrechen, was das wohl bedeuten könne. Endlich meinte Franz, »vielleicht will uns die Axt den Weg zeigen, den wir einzuschlagen haben. Wir wollen sie doch einmal werfen.« Ritter Felsen tat dieses auch, aber die Axt fiel nach einer gewöhnlichen Wurfdistanz, wie jeder andere gewöhnliche Gegenstand zur Erde. »Vielleicht muss man mir nachrufen«, sprach Felsen. Aber der Zauber der Axt wollte sich auch da nicht zeigen. Betrübt steckte sie Franz wieder in seinen Mantelsack und sagte, es wird nichts weiter sein als ein nutzloser Zierrat. Als sie sich abends zur Ruhe legten, konnte Franz nicht einschlafen, sondern grübelte nach, wie wohl das Rätsel der Axt zu lösen sei. Doch vergebens strengte er sein Hirn an, kam aber zu keinem Erfolge. Am anderen Morgen machten sie sich wieder auf den Weg in Osten und stellten neue Wurfversuche mit der Axt an, aber ohne Erfolg. Da plötzlich setzte Ritter Felsen sein Pferd in Galopp querfeld ein. Franz, welcher nichts Besseres zu tun hatte, musste wohl oder übel nach. Mit einem Male sprang Felsen schnell vom Pferde und hüpfte wie ein Wahnsinniger auf der Erde herum und suchte mit den Händen etwas zu erhaschen. Da sah Franz, dass er einen kleinen, langbärtigen Zwerg verfolgte. Schnell band er beide Pferde an einen Baum und jagte gleichfalls nach der kleinen Gestalt. Ihren vereinten Anstrengungen gelang es endlich, nach vielen Mühen den kleinen Mann zu erwischen, welcher sie gar trotzig ansah. »Lasst mich frei«, sagte er, »sonst sollt ihr meinen Zorn fühlen.« Franz lachte laut auf und meinte, »so ein kleiner Kerl tut aber gefährlich.« Doch Ritter Felsen schloss ihm den Mund mit der Hand und sagte, »sei still, diesen kleinen Mann hat uns ein guter Geist gesandt. Durch ihn werden wir hoffentlich erfahren, wie es mit deiner Axt steht.« Als der Zwerg von einer Axt hörte, machte er ein verwundertes Gesicht und wollte sie sehen. Franz holte dieselbe auch gleich und beide bemerkten, wie des Zwerges Augen glänzten. Dieser ergriff sie und versprach ihnen viele Säcke mit Gold und Diamanten, wenn er die kleine Axt bekommen könnte. »Nein, du Knirps, bekommen sollst du sie nicht.
Aber sagen musst du uns, was es damit für eine Bewandtnis hat. Da lachte der Zwerg und schwur hoch und teuer, dass ihm eher die Zunge im Mund verdorren sollte, ehe er den Wert der Axt erkläre. Ritter Felsen machte aber ein gar grimmiges Gesicht, setzte ihm seinen Dolch in die Seite und drückte die Spitze desselben immer tiefer ins Fleisch hinein. Der Zwerg brüllte mörderisch, doch Ritter Felsen ließ nicht nach, bis der Zwerg schrie: »Ich will's sagen, ich will's sagen!« Nun ließ der Ritter etwas nach und der Zwerg fing an zu erklären. Hier auf der Zunge des Drachenkopfes stehen Buchstaben. Diese heißen zusammengesetzt Emir nach. Wenn man die Axt in die Höhe wirft und die Worte Emir nach nebst dem Ort oder dem Dinge, das man sucht, ruft, so fällt die Axt stets so herunter, dass der Drachenkopf da zu liegen kommt, wo der Gegenstand oder der Ort liegt, welchen man gerufen hat. Ritter Felsen, welcher den Zwerg festhielt, beauftragte Franz, die Axt zu werfen und Emir nach Osten dabei zu rufen. Als die Axt herunterkam, lag der Stiel mit dem Drachenkopf nach Osten zu, wo die Sonne stand. Denn es war noch früh am Morgen. Dies war richtig, aber Franz machte noch mehr Probewürfe und ließ die Axt nach Süden, Westen, Norden und nach seinem Heimatsort zufallen und alles war richtig. So, nun kann der kleine Mann wohl gehen, denn seine Aussage ist wahr und die geheime Kraft der Axt ist entdeckt. Ich glaube nicht, dass dies der ganze Wert der Axt ist, sondern vielmehr, dass der Zwerg uns nicht alles gesagt hat. Als der Zwerg das hörte, fing er an, wütend zu werden, dass man noch mehr von ihm verlangen wollte und fluchte, wetterte und beschwor, dass dies die ganze Kraft der Axt sei. Doch Ritter Felsen holte einen Strick herzu und hing den Zwerg trotzig seines Heulens und Winselns mit den Füßen an einen Baum, so dass er mit dem Kopf nach unten hing. Dann setzte er sich auf sein Pferd, deutete Franz, ein Gleiches zu tun und ritt langsam fort. Währenddessen klagte der Zwerg, dass er wirklich nichts mehr wisse und bat, ihn doch laufen zu lassen, da er alles gesagt habe, was er wüsste. Doch Ritter Felsen ritt fort, obgleich Franz für den Zwerg bat. Als sie schon ziemlich weit fort waren, kehrten sie sich um und gewahrten, dass der Zwerg sich ein Bein frei gemacht hatte. Wie der Blitz sauste Felsen heran und ergriff ihn gerade noch, als er in eine Felsspalte schlüpfen wollte. »Warte, ich will dir lernen, uns anzuführen«, rief er und schüttelte den Zwerg tüchtig ab. Dann nahm er seinen Dolch und schickte sich an, dem kleinen Kerl den Hals abzuschneiden. Doch als er ansetzte, schrie der Zwerg: »Ich weiß noch mehr, ich weiß noch mehr!« »Nun was denn, du Knirps, wenn du es aber nicht gleich sagst, fange ich an zu schneiden.« Da winselte der Zwerg und sprach: »Unter der Drachenzunge stehen noch die Worte, hilf mir. Wenn du die Axt wirfst, so trifft die Schneide das, was du treffen willst, mit solcher Gewalt, dass es sofort gespalten wird.« »Weiter, weiter«, sagte Felsen, indem er langsam wieder das Messer in Bewegung setzte. Der Zwerg keuchte unter dem schweren Druck von Felsens Hand und fuhr fort: »Im Gaumen des Drachenkopfs stehen auch noch die Worte zu mir. Wenn du dieses aussprichst, so kommt die weggeschleuderte Axt wieder in deine ausgestreckte Hand zurück.« Jetzt ließ Felsen den Zwerg so weit frei, dass er nicht so leicht entschlüpfen konnte, und ließ Franz diese neue Kraft der Axt probieren. Dieser ergriff die Axt beim Stiel und rief: »Hilf mir!« und warf sie nach einer mächtigen Eiche. Sausend durchschnitt diese die Luft, und von der kleinen Axt getroffen zersplitterte der mächtige Riese des Waldes. »Zu mir!« rief Franz darauf, und ebenso schnell aber sanft flog die Axt wieder in Franzens ausgestreckte Hand. Dies wiederholte er an mehreren Bäumen und stets mit gleichem Erfolg. »Nun«, sprach Felsen, »versuch es einmal an diesem mächtigen Felsblock.« Franz tat es, und von der Schärfe getroffen spaltete sich der Stein, doch in demselben Augenblick sprang aus dieser Spalte ein größerer, langbärtiger Zwerg, welcher blitzschnell nach der kleinen Axt greifen wollte, als Ritter Felsen schnell zu mir rief. Sofort war der Zwerg verschwunden, und die Axt kam in seine Hand zurück, während im Felsen der Spalt blieb. Franz war über den Vorfall sehr erschrocken, aber Ritter Felsen schnaubte den Zwerg, den er in der Hand hielt, an. »Das war auch einer von deinem Gelichter. Aber warte nur, ich will auf meiner Hut sein. Ehe ich dich fortlasse, sage mir,
wo die eiche sich befindet, in welcher der goldene Nagel steckt. Da lächelte der Zwerg höhnisch und deutete nach Süden und sprach: 100 Meilen. Felsen, welcher ihn genau beobachtet hatte, sah, dass er belogen worden war und sagte: Dies ist eine Lüge und ich will dich gleich überführen, denn er erinnerte sich, dass der Hellseher von Osten gesprochen hatte. Er befahl daher Franz, die Axt zu werfen und zu rufen: Emir nach dem goldenen Nagel. Dieser tat es und der Drachenkopf zeigte nach Westen. Als er es noch einmal versuchte, zeigte er nach Norden und bei einem dritten Male nach Osten. »Warte, du Schlingel«, rief Felsen, »entweder sind überall goldene Nägel oder es gibt gar keinen solchen, wie wir ihn suchen. Höre mal, du Knirpst, wie du siehst, kommst du mir nicht aus. Sprich die Wahrheit, doch höre erst meinen Vorschlag. Ihr Zwerge seid ein komisches Volk, listig verschlagen, manchmal helfend, andere wieder ins Unglück stürzend. Mache mit uns Freundschaft und sei unser Genosse. Ich weiß wohl, Gold und Edelsteine sind nicht eure Begier, doch sucht ihr jeder einen Talisman zu bekommen, und du scheinst noch keinen zu haben. Wenn du dich uns anschließt und treu und ehrlich unsere Pläne fördern hilfst, so kannst du dir vielleicht einen verdienen. Ja, vielleicht bekommst du noch die Axt, wenn wir an unserem Ziele angelangt sind.« Diese Sprache war dem Zwerg neu, und übrigens war der Vorschlag so verlockend, dass er frug: »Was ist denn euer Ziel und was sucht ihr?« »Versprich mir«, sagte Felsen, »wenn du meinen Vorschlag, nachdem ich dir meine Geschichte erzählt habe, nicht annimmst, mir in keiner Weise schädlich zu sein und nie gegen andere davon zu sprechen.« Denn er wusste, dass ein gegebenes Wort ein Zwerg nie bricht. Dieser überlegte eine kleine Weile und streckte endlich die Hand aus und sprach: »Ich will niemanden etwas von dem sagen, was du mir jetzt offenbaren wirst, ebenso nichts gegen dich tun.« Nun erzählte er dem Zwerg alles, und dieser lauschte mit größtem Interesse der Erzählung. Als Felsen fertig war, erklärte der Zwerg, sein Genosse sein zu wollen, da der Zauberer, der Felsen ins Unglück gestürzt hatte, auch ein Feind seines Reiches sei. Aber er habe auch einen Talisman, wenn auch nur einen kleinen, nämlich einen Ring, durch welchen er sich in jeden beliebigen Fisch verwandeln könne. Er habe aber denselben nicht bei sich, sondern müsse ihn erst holen. Auch, setzte er hinzu, hättet ihr mich nicht bekommen, hätte ich ihn bei mir. »Das ist ja eine recht erfreuliche Nachricht«, lachte Felsen. »Höre, wir wollen hier warten, während du deinen Ring holst. Wann kannst du wieder zurück sein?« 3 Tage wird es immer dauern, denn ich bin ziemlich weit von meinen Bergen entfernt.« »Es tut nichts«, versicherte Felsen, »wir werden hier warten, denn der goldene Nagel existiert nicht, und so müssen wir erst beraten, was wir vornehmen wollen.« Dann schied der Zwerg mit einer nochmaligen Versicherung seiner Freundschaft. Ende von Kapitel 2, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 3 von Die silberne Axt. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die silberne Axt von Ernst Constantin. Kapitel 3. Der Adler mit der silbernen Krone. Die Gegend, wo die beiden Ritter warten wollten, zeigt ihr niedriges Buschwerk mit einzeln stehenden starken Eichen nebst einem munter rieselnden Bach. Und da es noch früh am Tage war, so schlug Franz eine Jagd vor, welche gewiss einträglich werden würde, da es hier Wild in Mengen gab und Franz sich rühmte, mit seiner Axt so viel Wild zu erlegen als 10 Jäger in gleicher Zeit. Felsen aber wollte sich nicht mit an der Jagd beteiligen und bat Franz, allein zu jagen und einen saftigen Braten mitzubringen. Er wolle einstweilen nachdenken, was nun zu tun sei. So ging nun Franz allein, sein Pferd nahm er nicht mit, da es ihm nur hinderlich sein würde und die Kunst des Jägers darin besteht, das Wild zu überlisten. So war er eine kleine Weile dem Bach entlang geschritten, als er auf einer Wiese einen Hirsch mit 3 Stück Mutterwild erblickte. Den Hirsch zu erlegen war sein Streben. Vorsichtig schlich er an den Rand des Wassers hin, die an denselben stehenden Sträuchern als Deckung verwendend. Glücklicherweise war ihm auch der Wind günstig, denn er kam ihm entgegen.
Immer mehr näherte er sich und immer größere Vorsicht wurde nötig. Schon war er bis auf 80 Schritt heran, als auf einmal ein Specht dicht über ihm mit lautem Geschrei aufflog und den Hirsch aufmerksam machte, so dass er unbeweglich dastand und den Kopf nach der Richtung hingewandt hielt, in welcher Franz hinter einen Strauch gedrückt stand. Die Strecke wäre für eine Kugel nicht zu weit gewesen, doch immerhin für einen Axtwurf zu fern. Dennoch blieb ihm nichts weiter übrig, als den Wurf zu versuchen. Er warf die Axt mit den Worten »Hilf mir«. Dieselbe hielt wohl die genaue Richtung, doch war der Wurf zu schwach und die Entfernung zu groß. Nicht weit von dem Hirsch, welcher erschreckt floh, fiel die Axt zur Erde. Franz rief zu mir und sofort kam die Axt wieder in seine Hand geflogen. Ärgerlich über den misslungenen Versuch setzte er seinen Hirschgang am Ufer fort. Nach einer halben Stunde erblickte er ein kleines Tal, in welchem ein Sprungrehe äste, unter ihnen ein stattlicher Rehbock. Wie pochte da unserem Franz das Herz, und vorsichtig begann er zu schleichen, wiederum jeden Strauch als Deckung benutzend. Glücklich war er endlich nah genug gekommen, um den Wurf zu wagen. Er wog die Axt in seiner Hand und mit einem lauten »Hilf mir« flog die Axt dem Rehbock mitten in die Stirn zwischen das Gehirn, so dass der Schädel sofort gespalten war. Als ob der Blitz zwischen die Rehe gefahren, so stobten sie auseinander, ihren verendeten Herrn zurücklassend. Franz, welcher sich seine Axt wieder am Gürtel befestigt hatte, trat hinzu und betrachtete sein Opfer. Es war ein starker, feister Bock mit prächtigem Geweih. Fröhlich hob er ihn auf und legte ihn um seinen Hals, indem er die Läufe mit den Händen festhielt und begann den Rückmarsch. Nach einer guten Stunde kam er wieder zu Ritterfelsen, welcher ein helles Feuer angezündet hatte und unseren Franz, der in der Ferne den Hut schwang, freudig begrüßte und ihm Glück zu seiner Beute wünschte. Franz erzählte ihm sein Schicksal mit dem Hirsch und bedauerte es zugleich, denn der Rehbock wäre nur ein mäßiger Ersatz. »Lass doch, lieber Franz, es ist viel besser, dass du den Rehbock hast, denn erstens hat dieser Fall uns eine gute Lehre gegeben, die Axt nicht zu missbrauchen, zweitens ist das Fleisch vom Rehwild viel schmackhafter als vom Hirsch, und drittens, was hätten wir beide mit der Menge Fleisch anfangen sollen?« So war Franz beruhigt, und beide machten sich daran, den Bock zu zerwerken, eine saftige Keule über das Feuer zu hängen und im regelmäßigen Pendelschwung diese in einen saftigen Braten umzuwandeln. Am anderen Tage saßen beide wieder zusammen und beratschlagten, was wohl in ihrer Angelegenheit zu tun sei, aber alle Projekte, die sie entwarfen, schienen nach weiterer Erörterung resultatlos. Da rauschte es plötzlich in der Luft und ein schwarzer Adler haffte auf einen der nachstehenden Bäume auf. Schnell erfasste Franz seine Axt und war eben im Begriff, sie mit einem lauten »Hilf mir« nach dem Adler zu schleudern, als das laute »Zu mir« des Ritterfelsens dieselbe wieder zurück in Felsens Hand führte, denn er hatte gesehen, dass des Adlers Haupt eine kleine silberne Krone schmückte. Der Adler, welcher erst jetzt die beiden Ritter entdeckte, wollte eben mit mächtigem Flügelschlag davon streichen, als ein lautes »Sei unser Freund« Felsens ihn veranlasste, umzukehren und zu fragen, »Wer seid ihr?« Augenblicklich nur fahrende Ritter, sonst ein Fürst mit seinem Freunde. Der Adler hatte sich währenddessen auf einem tiefen Ast niedergelassen und fragte weiter, wohl zwei Unglückliche, die, von bösen Mächten verfolgt, in der Fremde herumirren. »Du hast es getroffen«, entgegnete Felsen, »doch bevor du weiter fragst, erlaube mir, dich nach deiner Existenz zu fragen.« »Wie du siehst«, begann der Adler, »trage ich eine Krone, also bin ich von königlichem Herkommen. Die Perlen, die in meiner Krone glänzen, sind die Tränen meiner Mutter, die sie bei meinem Abschied weinte. Ich selbst bin die verzauberte Tochter eines nordischen Königs und umso unglücklicher, als ich in das Luftreich verbannt bin, so dass ich nicht einmal, wenn auch verzaubert, bei meinen teuren Eltern sein kann, weil mir dort Gefahren aller Art begegnen würden.« »Gibt es denn kein Mittel, dich zu erlösen?«, fragte Franz, welchem die traurigen Worte ins Herz brannten und der in Gedanken seinen Axtwurf, den Felsen noch glücklich abwendete, tausendmal bereute. »Wohl mag es ein Mittel geben, mich zu entzaubern, doch kenne ich es nicht, und wer wird wohl an meine Entzauberung denken, da ich mich, um mein Leben zu schützen, der Erdoberfläche so selten als möglich nähern darf, da sehr leicht mich das tödliche Geschoss eines Jägers erreichen kann.
Hoch in den Lüften bin ich sicher, denn der Adler beherrscht den Luftkreis. Kein anderer Vogel kann sich mit ihm messen. Doch schwinden schließlich auch dem Adler die Kräfte, wenn er nie einen Ruhepunkt findet und sich immer wiederholende Kreise ziehen muss. Er ist doch an die gefahrbringende Erdoberfläche gefesselt. Als Raubvogel bin ich noch darauf angewiesen, mir meine Nahrung auf mörderische Art und Weise zu suchen, und jeder kleine Vogel, den ich, um mein Leben zu erhalten, zerreiße, liegt mir schwer auf meinem Herzen. Und weshalb bist du verzaubert worden? Warf Franz ein, dem Tränen der Rührung und Teilnahme in die Augen traten. Welcher niederträchtige Charakter konnte eine solche Freveltat begehen? Es ist ein böser Zauberer, der bei meinen Eltern um meine Hand anhielt. Mein Vater aber gab ihm abschlägigen Bescheid, denn er wollte mich nicht an die krüppelhafte Figur des elenden Zauberers ketten. Meine Verzauberung ist nun eine Rachetat, die der Zauberer, dessen Name Sufa ist, ausgeführt hat. Bleibe bei uns, sprach Ritter Felsen, sei unser Gefährte, und wenn es irgend möglich ist, das Mittel zu deiner Entzauberung zu finden, so dürfte es uns gelingen. Auch ich bin verzaubert, oder eigentlich nicht ich, sondern mein armes Volk. Ich werde wohl mit manchen geheimen Mächten kämpfen müssen, und es dürfte wohl passieren, dass wir bei unserer Fahrt dich erlösen können. Ja, bleib bei uns, rief Franz mit Feuer. Du sollst keine kleinen Vögel mehr zerreißen. Ich will mein Brot mit dir teilen und will dich schützen, damit kein Fall dir etwas anhaben soll. Nur verzeih mir, dass ich selbst, nicht wissend, wer du bist, nach deinem Leben trachtete. Mit Freuden nehme ich euren Vorschlag an, und einer Verzeihung bedarf es nicht, denn du konntest ja nicht wissen, wer ich bin. Ich hoffe auch, euch noch nützlich zu werden, ihr Luftbewohner, denn zu solchen muss ich mich jetzt rechnen, haben scharfe Augen. Als Siegel unserer Freundschaft wollen wir eine Rehkeule gemeinschaftlich essen, die unserer tapferer Jäger Franz uns gestern verschafft hat. Mit diesen Worten nahm Felsen die zweite, in grüne Blätter gehüllte Keule und hing sie über das Feuer, welches Franz zu neuer Glut anfachte, und bald war der saftige Braten fertig. Der Adler, welchem das beste Stück hingelegt worden war, konnte jedoch nichts davon genießen, und mit Tränen in den Augen klagte er, dass auch seine Natur in die eines Raubvogels verwandelt sei, er könne nur rohes Fleisch verzehren. Sogleich schnitt Franz ein derbes Stück aus dem Rehrücken und konnte nun mit Freuden sehen, wie gut es dem Adler schmeckte. Mit der Zeit knüpfte sich das neue Freundschaftsband immer inniger, und Felsen meinte, wir sind nun vier Bundesgenossen, so viel wert als eine ganze Armee, und mögen sich unsere Feinde jetzt in Acht nehmen. Übrigens ist das Recht auf unserer Seite, und mit Gottes Hilfe werden wir einen glänzenden Sieg davon tragen. Mit unserer Beratung wollen wir so lange warten, bis unser Freund, der Zwerg, wieder hier ist, denn diese Kraft dürfen wir nicht unterschätzen. Endlich, genau 3 Tage nach seinem Abschied, kam der kleine Freund und tat sehr geheimnisvoll. Als er den Adler erblickte, zeigte er sich misstrauisch, ob es nicht vielleicht ein Abgesandter ihres Feindes sei. Doch beruhigte er sich bald, als der Adler ihm seine Lebensgeschichte erzählte, denn die Zwerge können allen Menschen durch die Sprache und den Ausdruck in das Herz sehen. »Sage uns deinen Namen, kleiner Mann«, sagte Felsen, »damit wir dich in Zukunft nennen können. Ich heiße Spiel, aber hört, was ich in meinem Reiche erfahren habe. Der Zauberer, unser aller Feind, heißt Sufa.« Bei dem Namen Sufa, rief der Adler, das ist ja auch mein böser Geist. Er kommt, fuhr Spiel fort, oft in eine große Felsenhöhle, die aber unter seinen Band steht. In dieser könnte man diesem Sufa am leichtesten begegnen, denn nur dort, durch ihn selbst, kann man die Entzauberung erfahren. Mein Vorschlag ist der, die Höhle zu erreichen, um dann durch List die Erlösung zu erfahren. Unser Spiel hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Die Höhle wird uns offenbaren, was wir zu tun haben. Vor Freude über die gute Nachricht und den weisen Rat hob Felsen den kleinen Spiel hoch in die Höhe und gab ihm einen Kuss in sein bärtiges Gesicht. Aber, fuhr er fort, was hat es denn für eine Bewandtnis mit der genannten Höhle? Diese Höhle, berichtete Spiel weiter, ist das Gefängnis armer Opfer von Sufa. Er hat sie dort in Steine verwandelt, und so harren schon manche an 100 Jahre auf ihre Erlösung. Sie werden nicht älter dabei, sterben auch nicht,
sondern wenn sie entzaubert werden, fangen sie an weiter zu leben, von dem Zeitpunkte ihrer Verwandlung an. Insofern ist ihre Entzauberung möglich, als der Tod zu Fas eintritt oder ein sterbliches Wesen den Stein berührt, dann wird dieses Wesen zu Stein und der Stein selbst ist erlöst. Jedenfalls wird der Bann bei Sufas Tode von euch schwinden. Aber es können noch andere Zauberer mit im Spiele sein und so würde Sufas Tod euch nichts nützen. Was wir weiter tun müssen, um zu unserem Ziele zu gelangen, werden wir schon an Ort und Stelle sehen. Jetzt müssen wir vor allen Dingen aufbrechen und die Höhle suchen. Wie Spiel es anordnete, so geschah es auch. Franz warf die silberne Axt in die Höhe und rief, Emir, nach Sufas Felsenhöhle. Und der Drachenkopf zeigte nach Süden. Die Pferde wurden gesattelt und gezäumt, Wasser in die Schläuche gefüllt und die Überbleibsel vom Rehbock in die Mäntelsäcke getan. Und fort ging es. Spiel hinter Felsen, auf dem Pferde, der Adler vorausfliegend oder auf Franzens Schulter sitzend. Den Marsch dirigierte Spiel, und nach 8 Tagen sahen sie sich in ein sehr steiniges Gebirge versetzt. Es war das Fichtelgebirge mit seinen Schluchten, riesigen Felswänden und verborgenen Höhlen. Jetzt galt es nun, die Höhle zu suchen. Diese sollte dort sein, wo es am wildesten und für Menschen fast unzugänglich war. Um eine größere Umschau zu haben, beschloss man auf eine der Bergspitzen zu klettern und erreichte den Gipfel des Nussat. Von dort aus hatten sie eine weite Aussicht, doch konnten sie nicht entdecken, wo die Höhle sein könnte. Es wurde beraten, wie diese am besten auszukundschaften wäre, und sie beschlossen, den Adler abzuschicken, um zu erfahren, wo die wildeste Stelle des Fichtelgebirges sei. Der Adler flog fort, während die müden Wanderer sich einen Ruhepunkt suchten, wo sie ein Stück von dem Junghirsch, den Franz vor kurzem mit seiner Axt erlegt hatte, sich beraten konnten. Das Glück war ihnen günstig. Auf der Spitze des Nusshart lagen die Felsblöcke wild durcheinander, und Spiel, der sich in solchen Felsgetrümmern sehr wohl zurechtfand, entdeckte auch bald eine kleine Höhle, groß genug für unsere Reisegesellschaft und wie geschaffen zum Kochen und Braten, denn es zeigte sich eine Öffnung, die sehr gut als Schornstein dienen konnte. Diese Felshöhle wird noch jetzt von vielen Touristen besucht und gelangt man, wenn man sich gehörig bückt, schmiegt und biegt, ziemlich leicht in dieselbe. Als Franz, der das Amt des Kochs übernommen, einen saftigen Braten ziemlich fertig hatte, kam plötzlich der Adler zerzaust und aus vielen Wunden blutend zurück. Franz war außer sich und wusch die Wunden mit dem klaren Wasser einer Quelle, die nicht weit aus dem Felsen sprang, während der Adler erzählte, er habe bald ein mächtiges Felsenlabyrinth entdeckt, in welchem er die Höhle vermutete. Um nun weiter zu forschen, habe er sich in diese verworrene Felsmasse hineingewagt, aus der aber blitzschnell ein mächtiger Geier auf ihn losstürzte, gegen den er sich nicht erwehren konnte und deshalb sein Heil in der Flucht suchte. »Die Abenteuer gehen schon an«, meinte Felsen, »wir müssen uns vorsehen, denn da, wo der Geier hervorstürzte, ist sicher des Sufas Höhle und der Geier der Wächter derselben.« Dann untersuchte er die Wunden des Adlers, welche er unbedeutend fand, und ein wohltätiger Balsam, den er darauf legte, heilte sie schnell wieder. Für heute war es schon zu spät, um noch etwas zu unternehmen. Auch die Anstrengung machte ihr recht geltend, und bald lagen die Bundesgenossen im tiefen Schlaf. Am anderen Morgen erwachte alles neu gestärkt. Sie ließen die Pferde frei laufen, denn die Wildnis war so groß, dass kaum ein Fußgänger vorwärts kam, viel weniger noch ein Pferd. Die Waffen wurden noch einmal genau untersucht, ob noch alles in Ordnung sei, damit sie auch im Falle der Not nicht ihre Dienste versagten. Dann wurden sie zur Hand gesteckt, was Franz namentlich mit seiner Axt tat, und so der Marsch nach der Felsenhöhle angetreten. Nach unendlichen Schwierigkeiten erreichten sie die Gegend, wo der Geier den Adler überfiel. Diese Gegend führt den Namen Luxburg und war damals noch vollständig unzugänglich. Der Adler wagte sich nicht weiter fort von seinen Kameraden, und das war sein Glück, denn kaum waren sie in den Bannkreis der Zauberhöhle gekommen, als auch der Geier aus seiner Felsenkluft stürzte und unsere Abenteurer überfiel. Franz aber,
auf solchen angriff vorbereitet ergriff seine axt und schleuderte sie mit dem ruf hilf mir dem geier entgegen der mit gespaltener brust verendet aus der luft sank wie erstaunten sie aber als sie fanden daß der geier aus stein war also unverwundbar gewöhnlichen waffen gegenüber dieser geier von riesiger größe wäre allein imstande gewesen alle unsere freunde zu bezwingen infolge seiner harten beschaffenheit hätte die silberne Axt nicht solch wunderbare Eigenschaften besessen. Vorsichtig gingen sie weiter, sich einander helfend, ohne dass ihnen etwas Besonderes auffiel als ein munteres Waldbächlein, das lustig sich durch die Felsen wand. Sie gingen dem Bächlein nach und fanden, dass es unter dem Felsen verschwand. Jetzt war Spiel der Glückliche, der helfen konnte. Er verwandelte sich mittels seines Ringes in eine Forelle und schwamm in die Felsen hinein. In banger Erwartung standen unsere Freunde da, voll Sorge, dass ihm kein Unglück passiere und was er wohl für Nachricht bringen werde. Nach geraumer Zeit kam eine bunte Forelle aus dem Felsen herausgeschwommen, die sich schüttelte und aus dem Wasser stieg Freund Spiel, wohl etwas nass, aber sonst wohlbehalten. Er erzählte, als er eine kurze Strecke geschwommen sei, habe sich der enge Kanal erweitert und er sich in einer großen Höhle befunden, die mit großen Steinen von allen möglichen Formen angefüllt sei. Er glaube bestimmt, dass dies die große Höhle sei, doch habe er sich nicht gewagt, sie zu betreten, denn wer einen solchen verzauberten Stein berührt, wird zu Stein, während der betreffende Stein entzaubert ist. Um nun einen Erfolg zu haben, müssen wir gemeinsam vorgehen, jedoch auf dem Wege, den ich wählte, könnt ihr unmöglich hineingelangen. Aber es gibt noch einen anderen Weg. Als ich mitten durch die Höhle schwamm, bemerkte ich über mir eine Öffnung, durch welche das helle Tageslicht hereinfiel. Mittels Stricke halte ich es nicht für schwer, durch diese Öffnung in die Höhle hineinzugelangen. Doch muss die nötige Vorsicht angewendet werden, damit man keinen dieser Steine berührt. Jetzt galt es, das Loch von außen zu suchen, und der Adler schwang sich in die Luft, und seine scharfen Augen entdeckten es bald inmitten ungeheurer Felsen. Er führte die Abenteurer an den Rand der Öffnung, und bald schauten sie in eine Finsternis, die ihresgleichen sucht. Um zu sehen, ob dies auch die richtige Öffnung sei, sammelten sie Reisig und warfen es brennend in die Tiefe. Bei dem Feuerschein konnten sie deutlich sehen, dass sie über der Sufas-Höhle standen, denn sie sahen einen Bach mitten durchfließen und die vielen verzauberten Steine. Ende von Kapitel 3, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 4 von Die silberne Axt. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die silberne Axt von Ernst Konstantin. Kapitel 4. Die Zauberhöhle. Man beschloss, in die Höhle hinabzusteigen. Es wurden Stricke zusammengebunden, die bis auf den Boden der Höhle reichten, und die Stricke an der Oberfläche befestigt. Dann wurde eine alte, sehr harzreiche Kiefer umgeschlagen, welche die nötigen Kienfackeln liefern musste. Mit einer brennenden Fackel in der Hand kletterte Ritter Felsen zuerst hinab, weil er dies gefährliche Abenteuer zuerst bestehen wollte und seine treuen Freunde, die doch nur für ihn sich diesen Gefahren aussetzten, vor etwaigem Unglück zu bewahren. Der Adler schwang sich auf die Spitze einer hohen Tanne als Wächter, um einer etwaigen Überraschung durch Sufar vorzubeugen. Als Felsen auf dem Boden der Höhle ankam, sah er die unglücklichen Opfer des Zauberers als Felsblöcke herumliegen, und es durchschnitt ihm das Herz, als er daran dachte, dass es lebende und denkende Wesen seien, die in ihrer steinernen Gefangenschaft überaus elend sein mußten. Er rief Franz und Spiel zu, ebenfalls herunterzuklettern, da der Platz, auf dem er angekommen sei, frei von solchen Zaubersteinen ist. Beide kamen sofort nach, jeder mit einem Bündel Kienfackeln versehen. Als sie zusammen in der Höhle waren, berieten sie, was nun zu tun sei, um das Nötigste zu erfahren, wie der Zauber gelöst werden könne. Währenddessen sahen sie die verschiedensten Formen der Zaubersteine, und die Höhle machte den Eindruck einer Ausstellung halbfertiger oder ganz roh gearbeiteter Statuen oder Steinbilder.
Hier vermutete man einen verzauberten Ratsherrn mit großer Halskrause. Gleich daneben glaubte man ein Edelfräulein mit großem Schwinghut und im Reitkleide zu erkennen. Etwas rechts ragte eine Riesengestalt empor, die einem geharnischten Ritter ähnlich sah, und so noch unendlich viele Steine, aus denen man das frühere Sein erraten konnte. Wenn einer von diesen Steinen reden könnte, so würden wir gewiss Näheres über die Erlösung erfahren, denn ihrer Sinne wurden sie nicht beraubt. Sie sehen und hören, was um sie vorgeht, und das ist gerade der qualvollste Zustand ihrer traurigen Lage, erklärte Spiel. Auch von meinem Geschlecht sehe ich einige in Stein verwandelt. Vielleicht ist mein armer Bruder dabei, der vor 40 Jahren verschwunden ist und von dem trotz aller Nachforschungen nichts entdeckt werden konnte. Spiel hat recht, ließ sich Felsen vernehmen. Dieser Ratsherr mit der großen Halskrause könnte uns gewiss mit gutem Rat zur Seite stehen. Hört, meine treuen Freunde, einen Vorschlag. Wie ihr wisst, bekommt jeder der verzauberten Steine seine wahre Gestalt wieder, wenn ein anderer Mensch ihn berührt. Letzterer dagegen wird zu Stein. Nun hört, ich werde diesen Ratsherrn berühren und ihr werdet handeln und klug sein, damit ihr die Erlösung bald vollbringt. Da trat aber Franz vor und sprach, das dulde ich nicht, dass mein Freund und Herr sich in solche Gefahr begibt. Ich bin der Jüngste, der Unerfahrenste und viel weniger wert als ein Fürst. Ich werde diesen Ratsherrn berühren. Und damit wollte er stracks an das Steinbild gehen. Doch Felsen hielt ihn zurück. Keine unüberlegte Tat, mein junger Hitzkopf. Du wirst mit deiner kleinen Axt im Verein mit Spiel und unserem Adler mich und alle anderen sicher erlösen. Denke immer daran, dem Mutigen hilft Gott. Und jetzt, Gott befohlen, mein Vertrauen zu euch ist felsenfest. Diese Worte waren so energisch und klar gesprochen, dass Franz keine Widerrede wagte. Felsen drückte noch jedem die Hand, dann ging er schnell auf das Standbild zu, welches den Ratsherrn vorstellte, und legte seine Hand darauf. Sogleich bekam der Stein Form und Leben, die steinerne Halskrause verwandelte sich in steif gestärktes Leinen. Der lange Rock wurde schwarze Seide und Gesicht und Hände bekamen eine fahle Fleischfarbe. Jetzt dehnte und reckte sich der ganze Körper, als ob er von einem tiefen Schlafe erwachte. Dann blinkte er mit den Augen und trat auf Franz und Spiel zu. Wie aber hatte sich Felsen währenddessen verändert? Sobald er den Stein berührt hatte, sank ihm der Arm herab. Er wurde kalt und steif und zu rauem Stein. Als der Ratsherr neben Franz stand, packte letztere ihn fest am Arm, als fürchte er, der Ratsherr könne die Flucht ergreifen. Sofort fing Franz zu fragen an. Kannst du uns sagen, wie man den Zauberer Suffa bezwingt und seinen Zauber lösen kann? Sprich schnell, damit uns Suffa nicht etwa zuvorkommt. Da öffnete der Ratsherr den Mund und sagte mit tiefer Stimme. Vor etwa 50 Jahren bin ich mit der Prinzessin Paulina, deren Lehrer ich war, vom bösen Zauberer Suffa in Stein verwandelt worden. Die Prinzessin sollte durchaus den Sohn des Zauberers heiraten, der eine kleine, hässliche und verkrüppelte Figur und ein noch viel hässlicheres Herz besaß. Die Prinzessin weigerte sich natürlich. Aus Rache nahm er uns, als die Prinzessin einmal spazieren ritt und ich sie begleitete, gefangen und brachte uns hierher, wo er uns in Steine verwandelte. Dort steht sie, rief er und zeigte auf den Stein, der die Form einer Dame mit Schwinghut und Reitkleid hatte. Meine arme, gute, liebe Prinzessin, oh, wie werden die alten Eltern um ihr einziges Kind gejammert haben. Eure Geschichte ist zwar sehr traurig, sagte Franz, aber wir haben euch deshalb erlöst, damit ihr uns sagen sollt, wie wir Suffa bezwingen und seinen Zauber lösen können. Es ist höchste Zeit, denn bedenkt, wie leicht Suffa zurückkehren könnte, ehe wir uns geschützt hätten, und dann wären wir alle verloren. Du hast recht, entgegnete der Ratsherr, der Weise soll nicht schwatzen, wenn er handeln muß. So hört denn, Suffa ist oft hierher gekommen, teils um nach uns zu sehen, ob kein Unberufener in seine Höhle gedrungen ist, oder um neue Opfer zu bringen. Stets, wenn er neue Opfer brachte, pflegte er sich immer sehr laut über seine Schlechtigkeit zu freuen, und hatte so selbst seine Geheimnisse ausgeplaudert. Er glaubte, die Steine wären stumm. Er hat sich aber getäuscht. Menschen müssen schweigen, aber Steine werden reden. Einmal, als er kam und den Geliebten meiner guten Prinzessin, den großen Ritter, den ihr rechts in der Ecke stehen seht,
brachte, auf den er einen besonderen Zorn zu haben schien, rief er laut: »Ihr erbärmlichen Erdwürmer, ihr wollt Suffa trotzen? Das soll aber beim Teufel nicht geschehen. Mögt ihr noch so wild und trotzig tun, wie du, mein tapferer Ritter. Dieser Bergkristall verwandelt euch alle in Stein, und solange der mein Eigentum ist, kann ich der ganzen Welt trotzen. Erst müsst ihr den haben, ehe ihr mir ebenbürtig seid. Aber niemand kann ihn mir entreißen, denn solange ich ihn an meiner Kette trage, dringt er auf meinen Befehl stets in meinen Körper hinein, der dadurch unverwundbar wird.« So sprach er und spielte mit einem schönen glänzenden Kristall, der an einer dicken goldenen Kette um seinen Hals hing und ein blendendes Feuer ausstrahlte. »Alle Steine«, fuhr er fort, »können von ihrem Zauber befreit werden, wenn sie ein sterblicher Mensch mit bloßer Hand berührt. Du aber, dreister Ritter, sollst diese Vergünstigung nicht haben. Wegen deiner Frechheit mir gegenüber, die ihr törichten Menschen Mut nennt, sollst du ewig Stein bleiben, oder bis ich keine Macht mehr habe, was dasselbe ist.« Mit diesen Worten berührte Suffa ihn mit einer Art Gebirgsstock, was jedenfalls den Ritter diese Vergünstigung raubte, und hinaus flog er wieder zu der Öffnung. Plötzlich kam vor Schreck der Adler zur oberen Öffnung hereingesaust und rief: »Der Zauberer, der Zauberer! Er ist furchtbar wütend, denn er hat den toten steinernen Geier gefunden.« Voll Schreck griff Franz nach seiner Axt und spiel nach seinem Ring. Der Ratsherr wurde fast wieder zu Stein vor lauter Entsetzen. Eine Minute darauf verdunkelte eine Gestalt die obere Öffnung, und zornerfüllt stand der Zauberer Suffa in der Höhle. Er war gekleidet nach Art der Mönche. Seine schwarze Kutte umschloss ein breiter Gürtel von glänzendem Stahl, an welchem dicke Quasten von Elfenbein hingen. Auf dem Kopfe hatte er eine spitze Mütze ohne Schild, die eine gebogene Feder schmückte. In der Hand trug er einen Gebirgsstock mit eiserner Spitze. Mit fürchterlicher Stimme brüllte er unsere Bundesgenossen an: »Wie könnt ihr es wagen, in mein Eigentum zu dringen und meinen Wächter zu töten? Was wollt ihr hier? Wer gab euch den Mut, mir zu trotzen?« Da sprach Ritter Franz: »Deine Freveltaten schreien um Rache, und ich werde der Rächer sein.« »So? Ha, ha, ha! Das ist spaßhaft. Doch nimm erst das!« »Stein auf Stein!« schrie der von der Gruppe der Bundesgenossen etwas entfernt stehende Zauberer. Damit nahm er den Kristall und warf ihn nach unserem Franz, wobei sich die goldene Kette, die um seinen Hals hängen blieb und an der der Kristall befestigt war, in die Länge zog. Letzterer hatte jedoch dieselbe Geschwindigkeit als ein gewöhnlich geworfener Stein. Die sich ausdehnende Goldkette war also durchaus nicht hinderlich. Der Adler saß währenddessen auf Franzens Schulter und beobachtete mit seinen scharfen Augen jede Bewegung des Zauberers. Als dieser den Kristall warf, stürzte er sich blitzschnell zwischen den Zauberer und Franz, so dass der Talisman von ihm aufgefangen wurde, was zur Folge hatte, dass der Adler als Stein zur Erde fiel, Franz aber unversehrt blieb. Nachdem der Kristall seine Schuldigkeit getan hatte, zog sich die Goldkette wieder zusammen, so dass der Kristall wieder auf der Brust des Zauberers hing. Ehe der Zauberer aber einen zweiten Wurf tun oder den Kristall in seinen Körper wünschen konnte, flog die Axt mit einem lauten »Hilf mir« von Franzens Hand geschleudert, direkt auf den Kristall, der unverletzt auf die Erde rollte. Durch die Gewalt des Wurfes war die goldene Kette zersprengt worden, die silberne Axt aber sprang in tausend Stücke. Der Zauberer, der einen solchen Talisman bei seinen Gegnern nicht vermutet hatte, war zwar selbst nicht verwundet worden, weil ihn der Kristall geschützt hatte, verlor aber doch für einen Augenblick die Besinnung, welchen Spiel benutzte, der den Talisman ergriff, um Gleiches mit Gleichem zu vergelten und den Zauberer selbst zu Stein zu verwandeln. Doch als er den Arm zum Wurf erhob, kam der Zauberer zur Besinnung und war im Nu zur oberen Öffnung hinausgeflogen. Gleich darauf rieselten aus allen Felsspalten klare Wasserbächlein, und das Wasser bedeckte den Boden der Höhle. Es stieg höher und höher, und der Bach, der durch die Höhle floss, wuchs zum reißenden Strom an. In seiner Verzweiflung eilte Franz zu dem Stricke, an dem sie in die Höhle gestiegen waren. Aber, oh Schreck, er war fort. Franz, dem das Wasser schon bis an die Knie ging, sah, dass aus allen Felsritzen Wasser fort und fort hervorquoll.
Höher und höher stieg es. Franz watete schon bis an die Brust darin herum. Doch die Liebe zum Leben lässt jeden nach einem rettenden Strohhalm greifen, so auch unseren Franz. Er suchte nach einem hohen Punkt, auf den er sich flüchten könne, um den Tod des Ertrinkens auf kurze Zeit noch zu entgehen. Da fielen seine Augen auf den riesigen steinernen Ritter. Er ruderte auf denselben zu und stieg an ihm empor. Es war grausig anzusehen, wie das Wasser an der Stelle tobte, wo früher der kleine muntere Bach floss. Das Rauschen des Wassers hallte in der großen unterirdischen Höhle wieder wie Donner, und dies half mit, das Entsetzliche der Lage zu vergrößern. Der Herr Magister mit seiner großen Halskrause war, wie schon vorhin erwähnt, ganz starr vor Schrecken. Erst als das kalte Wasser an ihm emporstieg, bekam er wieder zu leben. Er rang die Hände und rief, soll ich, der erst vor kurzem dem Leben wiedergegeben, nun hier in dieser schrecklichen Höhle ertrinken? Nein, lieber guter Gott, das kann dein Wille nicht sein, hilf mir! So klagte er fort, bis er Franz an dem steinernen Ritter in die Höhe klettern sah. Schleunigst arbeitete er sich auch bis zum steinernen Ritter hin und war nahe dran zu ertrinken, als ihm Franz die Hand reichte und zu sich hinaufzog. Es wäre besser gewesen, ich hätte euch ertrinken lassen. Dann wäre Angst und Qual mit einem Male vorbei gewesen, denn ich wüsste nicht, was uns jetzt noch retten könnte. Das Wasser stieg langsam, aber immer höher. Keiner von den anderen verzauberten Steinen ragte außer dem Ritter, auf dem die beiden Unglücklichen saßen, mehr aus dem Wasser hervor. Und auch diesen hatte es bald bedeckt. Da, als die Not am größten, sank das Wasser ungeheuer schnell. In einigen Minuten war es weggelaufen, und zum Erstaunen der beiden Geretteten fing der große Ritter an, sich zu bewegen. Er nahm die beiden von seinen Schultern, setzte sie sanft auf den wasserfeuchten Boden, küsste sie und nannte sie seine Retter. Jetzt bemerkten sie auch, dass die anderen Steine sich reckten und dehnten, und es war ein Jubel in der Höhle, und alle Erlösten kamen zu Franz und dankten ihm herzlich für ihre Erlösung. So trat auch ein wunderschönes Mädchen mit einer kleinen silbernen Krone auf dem Haupte zu ihm. Mit Tränen in den Augen dankte sie für ihre Erlösung. Ihr werdet euch wundern, wenn ich euch sage, dass ich euer Reisegefährte und Bundesgenosse gewesen, aber in Gestalt eines Adlers. Jetzt erkannte Franz die kleine silberne Krone. Es war dieselbe, die der Adler getragen hatte. Voll Ehrfurcht wollte er der Dame die Hand küssen, aber diese zog ihn an ihre Brust und sprach, »Hier ist dein Platz.« Eine ähnliche Szene hatte sich zwischen dem großen Ritter und dem Fräulein mit dem Schwinghute im Reitkleide abgespielt. Sie waren sich in die Arme gefallen und herzten und küssten nach Herzenslust, und der Magister mit der großen Halskrause stand dabei und wollte dem Paar seinen Segen geben, konnte aber nicht hoch genug hinauflangen. Alle übrigen lachten und küssten sich vor Freude über ihre Erlösung, auch eine Menge Zwerge, die Spiel so ähnlich sahen wie ein Ei dem anderen. Nur einer stand still und ruhig da, er schien sich entweder nicht zu freuen oder wollte die Freude der anderen nicht stören. Es war Ritter Felsen, der kurz vorher ebenfalls ein steinerner Mann gewesen war. Endlich trat er auf Franz zu, gab ihm die Hand und frug, ob er Spiel nicht gesehen hätte. Erschrocken sagte dieser Nein. Als das Wasser von allen Seiten geschossen kam, habe ich, oh Schande, nur an mich gedacht. Die Angst hatte meine Sinne verwirrt. Oh weh, er ist gewiss ertrunken, denn ich sah ihn nirgends. Oder sollten wir unsere plötzliche Rettung ihm verdanken? Es wird wohl so sein, sprach Felsen, denn als der Kristall dem Zauberer entsprang, ergriff ihn Spiel, und als Sufar zur Öffnung hinausflog, sprang er zum Bach und verwandelte sich in eine Forelle. So war es auch. Als Spiel sah, wie der Zauberer entwischte, nahm er den Kristall in den Mund, verwandelte sich in eine Forelle und schwamm aus der Höhle hinaus. Draußen stieg er in seiner alten Gestalt wieder aus dem Wasser und sah sich nach dem Zauberer um, denn es ahnte ihm, dass er sofort Rache nehmen würde. Er kletterte auf einen Felsen und sah, wie Sufar einen großen Felsblock vor sich her auf das Loch zuwälzte. Spiel versteckte sich hinter einen Felsen und hielt den Kristall fest in der Hand.
Näher und näher wälzte Suffa den Felsblock, und endlich hatte er ihn bis an den Rand des Loches gebracht, als auf einmal Spiel hervortrat und ausrief: Nimm deinen Lohn! Schnell wie der Blitz ergriff Suffa seinen Gebirgsstock und flog davon, aber hörte noch die Worte, die Spiel rief: Stein auf Stein! Und gleich darauf fühlte er sich in der Luft von dem Kristall, seinen eigenen Talisman, getroffen. Gegen diesen hatte er keine Macht. Er ließ den Gebirgsstock fallen und stürzte als Granitfelsen auf die Erde zurück. Der Zauberkristall aber wurde nicht wiedergefunden. Noch heute kann man den Felsen auf der Luxburg, die jetzt Luisenburg heißt, sehen, und Fremden wird er unter dem Namen Napoleonshut oder Schiff als Merkwürdigkeit gezeigt. Er hat eine eigentümliche Lage, und das Außergewöhnliche derselben ist das letzte Andenken an den einst so Mächtigen. Das Eigentümliche des Felsens liegt darin, dass er, der eine dreieckige Form zeigt, mit der Spitze auf einem anderen, sehr abschüssigen Felsen so schräg aufliegt, dass man nach dem Gesetz der Schwere seinen Absturz jeden Augenblick befürchten muss, denn scheinbar liegt der Schwerpunkt außerhalb seines Stützpunktes. Ende von Kapitel 4, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 5 von Die silberne Axt. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die silberne Axt von Ernst Konstantin. Kapitel 5 Die Glücklichen. Als der Zauberkristall Suffa traf, trat mit einem Male die Zerstörung seiner bösen Werke ein. Es war der Zeitpunkt, als das Wasser zu sinken begann. Als Spiel auf so kluge Weise den bösen Zauberer bestraft und die Erlösung seiner Opfer vollbracht hatte, trat er an die Öffnung und sah hinunter. Da hörte er das Jubeln der Erlösten, und schnell ließ er den Strick, den Suffa heraufgezogen hatte, wieder herunter und stieg hinab. Unten empfingen ihn seine alten Freunde mit einer Liebe, wie sie unserem Spiel noch nie teilgeworden war. Felsen herzte und küsste ihn. Franz stellte ihm das schöne Fräulein mit der silbernen Krone vor, als ihren ehemaligen Bundesgenossen den Adler, und auch von ihr bekam er einen herzhaften Kuss, worüber er vor Freude sein Käppchen hoch in die Luft warf. Da drängte sich aus der Schar der glücklich Erlösten ein kleiner Zwerg hervor, der aufs Spiel zusprang und schrie: »Bruder, lieber Bruder, ich bin auch hier. Oh, wie lange habe ich dich nicht gesehen, wie oft habe ich an dich gedacht, und jetzt kommst du selbst und erlöst mich.« Spiel wusste vor Freude nicht, was er machen sollte. Er umarmte seinen kleinen Bruder und lachte und weinte zu gleicher Zeit. Spiel aber sagte: »Ich verdiene nur einen Teil eures Dankes. Hätten wir nicht zusammengeholfen, so wäre die Rettung nimmer gelungen. Hier, Ritter Felsen, war die Triebfeder vom Ganzen. Hätte er nicht alles so weise angeordnet, hätte er mich nicht vorher gepeinigt und mich dann wieder so fröhlich aufgefordert, sein Gefährte zu sein, hätte er nicht sich selbst geopfert hier in der Höhle, so daß uns dieser Herr mit der großen Halskrause die Kraft des Zauberkristalles verraten hätte, wir wären unfähig gewesen, die Erlösung zu bewerkstelligen. Besonders ausgezeichnet hat sich Ritter Franz. Er hat mit seiner Axt uns Bahn gebrochen. Die Axt zeigte uns den Weg, tötete den steinernen Geier und trennte den Kristall von dem Zauberer. Leider ist die selbst dabei zugrunde gegangen, doch um hohen Preis. Offen gestehen muss ich, dass wir im Grunde genommen ohne die Axt überhaupt nichts hätten vollbringen können, und sicher hätte uns schon der Tod durch den steinernen Geier geblüht, der ja unverwundbar gewöhnlichen Waffen gegenüber war. Hier die wunderschöne junge Dame mit der silbernen Krone hatte durch ihre edle Aufopferung den Ritter Franz vor des Zauberers Tücke geschützt, nicht achtend, dass sie selbst dem Zauber verfallen musste. Sie war ebenso unentbehrlich wie jeder von uns. Überhaupt muss ich noch einmal bemerken, dass gerade wir vier zusammen sein mussten, um überhaupt den Suffa zu bezwingen. »Lieber Spiel, deine Bescheidenheit ehrt dich sehr«, entgegnete Ritter Felsen. »Ich will nicht mit dir zanken, wenn es auch ein edler Streit wäre. Kurz und gut, wir haben durch unser Zusammenwirken viel Glück gebracht, uns und anderen.
Nur der arme Spiel trägt nichts als die Ehre davon, denn die silberne Axt, die wir ihm nach Gelingen unseres Vorhabens in Aussicht gestellt haben, ist für immer dahin. Ihr alle seid erlöst worden, und auch ihr, mein schönes Fräulein. Ich werde mein Reich wiederbekommen. Franz wird durch diese schöne Prinzessin und mich beglückt werden. Aber Spiel, der gute Spiel, geht leer aus. Gold und Edelsteine haben für ihn keinen Wert, derweil er mitten unter solchen wohnt. Und ihr irrt euch, Ritter Felsen, unterbrach ihn Spiel. Zwar ist die kleine Axt nicht mehr, und Gold und Edelsteine können mich nicht erfreuen, doch hier ist meine Freude. Damit klopfte er seinem Bruder auf die Schulter. Und dann, fuhr er fort, liegt oben neben dem Loche der Stab des Zauberers, der dem Besitzer die Kunst des Fliegens verleiht. Es ist dies derselbe Stab, mit dem Suffar den großen Herrn Ritter durch die Berührung damit für immer zu Stein verwünschte. Diesen Liebesdienst werde ich Suffar gleichfalls erweisen, dann wird er wohl für immer unschädlich sein. Sollte nun niemand Anspruch darauf erheben, so würde mich der Besitz dieses Stabes mehr als zu viel belohnen. Wer sollte wohl Anspruch darauf erheben? Ich glaube niemand, kleiner Spiel, meinte Franz, und alles stimmte in ihm bei. Der Stab gehört dir, sagte Felsen, mache nur den Zauberer für immer zu Stein. Aber jetzt hinaus aus dieser Höhle, dass wir das liebe Sonnenlicht wiedersehen. Spiel, nimm deinen Stab und fliege, hole Strickleitern herbei, damit wir, namentlich die Damen, bequem hinaus können. Spiel ließ sich dies nicht zweimal sagen, rasch kletterte er an dem Strick empor, ergriff den Stab, den Suffar hatte fallen lassen, als ihn der Kristall berührte, und flog auf den versteinerten Zauberer zu, den er mit der Spitze berührte, damit er Ewigstein sei. Nach diesem wichtigen Geschäft flog er weiter, um Strickleitern zu holen. In einem Dreiviertelstunde davor gelegenen kleinen Orte, der jetzt zu einer sehr lieblichen, sauberen Stadt herangewachsen ist und den Namen Wunsiedel führt, fand Spiel drei Strickleitern, welche er durch die Lüfte entführte. Angekommen befestigte er sie an der Öffnung der Höhle, und bald waren alle glücklichen Menschenkinder hinausgestiegen. Hier trennte man sich, und jeder suchte in seine Heimat zu gelangen. Sehr herzlich war der Abschied der wackeren Bundesgenossen voneinander, und alle versprachen, für immer in Verbindung zu bleiben. Felsen suchte sein Land auf. Dort waren seine armen Untertanen indessen die Augen aufgegangen. Sie hatten den Usurpator vom Thron gestoßen und Boten in das Land geschickt, um ihren rechtmäßigen Fürsten aufzusuchen. So standen die Dinge, als er hinkam. Als er sich nun dem Volke, das so lange verblendet gewesen war, zeigte, wollte der Jubel kein Ende nehmen. Man küsste ihm die Hände und den Saum seines Kleides und setzte ihn mit großer Feierlichkeit wieder auf den Thron. Spiel, der so glücklich war, seinen Bruder wiederzufinden und einen so herrlichen Talisman sein eigen zu nennen, kehrte wieder in sein unterirdisches Reich zurück. Was Franz betraf, so hatte das schöne Fräulein mit der silbernen Krone darum gebeten, Franz allein belohnen zu dürfen. Sie nahm ihn mit in das nordische Reich ihres Vaters, der überglücklich war, seine geliebte Tochter wiederzusehen. Ein großes Fest wurde veranstaltet und die glückliche Erlösung und fröhliche Wiederkunft der Prinzessin gefeiert. Bei der großen Tafel stand der alte König auf, klopfte an sein Glas und sprach, »Es hat dem Himmel nicht gefallen, mir einen Sohn zu schenken, doch habe ich einen Ersatz in meiner lieben Tochter. Auch diese war von mir bereits aufgegeben worden, da ich kaum an ihre Erlösung glauben konnte. Nun ist dieser Jüngling gekommen und hat dieselbe mit Hilfe seiner Freunde mit großer Lebensgefahr erlöst. Wie kann man einen solchen Helden, der mir mein Glück wiederbrachte, am besten belohnen? Meine liebe Tochter hat mir zu einer Belohnung geraten, die seiner würdig ist. Ich nehme ihn hiermit feierlichst als meinen Sohne an und gebe ihm meine Tochter zur Frau. Und heute soll Verlobung sein und übers Jahr Hochzeit. Nach meinem Tode wird er mein Nachfolger werden, und ich werde für seine Erziehung als Herrscher sorgen. Da erbrauste ein mächtiger Jubel durch den Saal, und alle Großen des Reiches brachten ihm Glückwünsche dar. Franz aber und die Prinzessin fielen sich um den Hals und gelobten sich innige Treue. Franz war glücklich, und nun mussten auch seine armen Eltern glücklich werden. Festlich geschmückt mit einem großen Gefolge zog das glückliche Paar aus, um Franzens Eltern zu holen.
Wie staunten aber die Bewohner des kleinen Dorfes, als sie einen so prächtigen Zug Ritter und Ritterfräuleins kommen sahen. Das arme Holzhackerpaar aber glaubte zu träumen, als der schönste der Ritter vom Pferde sprang und sie umarmte, herzte und küsste. Auch der alte Ortspfarrer bekam seinen Teil Küsse. Endlich legte sich der Sturm und Franz erzählte seine Abenteuer, wie er mit Hilfe der kleinen silbernen Axt zu solchem Glück gekommen sei. Da hoben die guten armen Eltern die Hände empor und dankten Gott für das Glück, das er ihnen in ihren alten Tagen noch beschert habe. Auch der alte Ortspfarrer sprach ein Gebet und erwähnte darin, dass die silberne Axt zwar nicht mehr existierte, aber für einen sehr guten Zweck geopfert worden wäre. Die schöne Prinzessin wollte aber auch nicht zurückstehen, sondern küsste den alten Holzacker und seine Frau mit großer Liebe und nannte sie immer Vater und Mutter. Nun wurde eine große Sänfte gebracht, dahinein mussten sich Franzens Eltern und der alte Ortspfarrer setzen und der Zug setzte sich in Bewegung, um in eine neue Heimat zu ziehen. Unter den Bewohnern des Dörfchens ließ Franz viele Goldstücke austeilen, damit auch die Freude haben sollten, unter denen er seine Jugendzeit als armer Knabe verlebt hatte. Ein Jahr darauf war eine große Hochzeit in dem nordischen Reich, wozu auch Felsen, Spiel mit seinem Bruder, der große Ritter mit seiner Frau, dieser hatte das Edelfräulein mit dem großen Schwinghut und dem Reitkleide geheiratet und der Magister mit der großen Halskrause geladen war. Noch einmal schaute Franz auf seine Erlebnisse zurück und musste sich sagen, dass er und so viele andere ihr jetziges Glück hauptsächlich der silbernen Axt zu verdanken hatten, deren Wert das alte Holzackerpaar nicht gekannt hatte. Glücklich lebte unser Franz mit seiner schönen Frau. Der alte König unterrichtete Franz in der Kunst, weise und gerecht zu herrschen, und als er im hohen Alter starb, übernahm Franz, der nun ein gereifter Mann geworden war, die Regierung des Landes. Er regierte sein Volk, das ihn sehr liebte, so, wie es einem klugen und gerechten König zukommt, und hielt immer mit Felsen und Spiel treue Freundschaft. Die Höhle in der Luxburg ist jetzt ausgefüllt mit Wasser und nicht mehr zugänglich. Der Felsblock, den Suffa bis an den Rand des Loches gewälzt hatte, ist bei einer Erderschütterung vollends hineingerollt und deckt so den Eingang. Er ist mit Wasser umgeben und führt den Namen Insel Helgoland. Das muntere Bächlein hat sich aber auch unterirdisch verloren und tritt jetzt nur noch als Quelle an verschiedenen Orten hervor. Ende von Kapitel 5. Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Ende von Die silberne Axt von Ernst Constantin.